Yo Leute, was geht? Willkommen zu einer weiteren Runde von Fortnite. Mit dabei heute wieder die zwei Buddies und der gute Patrick. Was geht? Salam alaikum. Hallo. Und heute machen wir die Noob-Challenge, Leute. Das heißt, wir gehen einfach mal hin und haben keinen Skin, haben keine vernünftigen Equips, irgendwas, irgendwie, keine Ahnung, keine Gleiter ausgerüstet. Alles komplett Standard, Leute. Und heute werden vier Noobs den kompletten Server zerlegen. Bock auf Sex? Oh ja, was? Wirklich? Ja, okay. Wirklich? Ah, oh, ja. Und, ist das schön? Macht es Spaß? Ja. Ist das geil? Okay, Jungs, na Retail Row, da gehen wir erstmal schön shoppen und dann wird zerlegt. Auf. Also die No-Skins sind eigentlich richtig gut zum Tryharden. Natürlich. Aber, bei jedem Game so. Du willst immer zeigen, dass du Eier hast, dass du Geld hast, keine Ahnung. Jeder muss irgendwie immer. Ist immer so. Respekt von den Spielern, die so richtig auffällige Skins spielen, weil die sind die sicher, sehr sicher dann, dass die ja rasieren. Ich nehme aber auch immer diesen rosa Bären und sowas. Ja, okay, du bist aber jetzt nicht gut, Digga. Doch, doch, ich bin der heftigste Mann. Ich hatte gerade eben mehr Kills als du. Hat er echt? Ich glaube schon. Nee, du glaubst, du hast einen mehr als ich, Alter. Ja, siehst du, sag mal kurz ruhig, bitte. Boah, Zander LP einfach hier an der Tür, was geht? Oh, ich seh mal, oh. Ja, oh, Patrick. Ja, Digga, du solltest spielen wie ein No-Skinner, du Affe. Junge. Ich hab einen schwarzen Ritter getötet. Alter, und das ohne Skin, oh mein Gott. Heftig. Okay, Patrick, schade auf jeden Fall, aber cool, dass du dabei gewesen bist. Ja, ja. Hau rein, Patrick, ciao. Mach's gut, ne? Das ist. Also, du bist ein Gegner? Ja, Digga, grüß dich. Lol, was für ein Bot. Also, da. Lol. Hast du den nicht gerafft? Ich fühl mich so schlecht ohne Skin. Ich auch. Man fühlt sich minderwertig, ne? Was nicht heißen soll, dass ihr ohne Skin minderwertig seid, ganz und gar nicht. Nö, überhaupt nicht. Aber wir haben halt ein Deal mit Fortnite. Wir haben halt ein Deal mit Fortnite und wir sollen halt oft darauf hinweisen, dass ihr euch Skins kaufen müsst. Genau. Weil das Spielerlebnis auch deutlich verbessert. Stimmt überhaupt nicht. Macht keinen Unterschied. Kein Witz. Braucht keine Skins. Ja. Hier sind auf jeden Fall Gegner. Da ist auf jeden Fall ein großer Trank drin, Hauptmann, bei dir. Oben. Ja, ich weiß. Ich hole mir den. Von oben werden wir beschossen, glaube ich, ne? Vor uns, ja. Ich hab dem jetzt schon zweimal 57 gegeben, Alter. Ach, 27 gegeben. Oha, der Misskörper. Okay, jetzt reicht's mir. Ich hab die. Hast du beide down? Nice. Ja, alle down. Ey, so unfair wieder, Alter. Ich, weißt du, ich wieder versucht hier. Und ich krieg's nicht. Das hier wäre mein Kill gewesen, Alter. Ist auf jeden Fall heftig gute Zeit ohne Patrick. Ja, ja. Das macht Spaß, ne? Ja, schon angenehmer irgendwie, weiß nicht. Also halt nur. Ich bin mir sicher, wir werden ohne ihn gewinnen. Ja, safe. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Okay, willst du sehen, Patrick? Willst du sehen, wie wir gewinnen? Ihr gewinnt. Challenge accepted. Ihr braucht mindestens einen, der so ein bisschen tankt, weißt du? So ein Trottel meinst du, der einfach losgeschickt wird von uns. Genau. Genau der. Gönn euch aber den Win jetzt nicht. Hör mal auf, Alter, was soll das denn? Okay, von mir aus könnten wir Richtung das Depot gehen. Jo, let's go. Jo, oh, warum nicht, ne? Warte, ich esse hier kurz den Pilz. Bei mir ist Hauptmann nice. Verunsichtbar. Oh mein Gott, nice. Ja, Hex. Hexiger. Ja, mal wieder am Start, Hauptner, ne? Ja, wie immer, man. Muss unangenehm, unangenehm. Aber dass es dir auch nicht peinlich ist, das ist ja das Krasse, Alter. Dass du halt einfach Zerofax gibst und sagst, jo, ganz ehrlich, ich gehe damit offen um, ich cheate, ja und? ich fände es so geil, wenn man hier enchanten könnte. Ja, man schafft jetzt drei Spitzhacke, wäre so geil. Digga, oder einfach so. Oder so Knockback-Waffe, Alter. Warme Haut hier oben runter. Wie geil wäre das, Junge? Das wäre so krank. Ja, Fortune 3, Digga. Ciao, Kakao. Enderperle kommt bald. Ja? Echt jetzt? Ja, eine Teleportationsgranate. Ja, als ob, das ist heftig, das ist krass. Aber ich weiß nicht, Digga, ich weiß nicht, ob die das Spiel ein bisschen kaputt machen mit den ganzen Items, aber. Ja, die patchen ja, halt die krank viel rein, ne? Ja, aber die haben jetzt auch bekannt gegeben, die wechseln auch Items wieder raus. Das heißt, werden auch wieder Sachen entfernt. Ja, das stimmt. Aber zum Beispiel die Armbrust fand ich voll die gelungene Abwechslung, muss ich ganz ehrlich sagen. Es macht auch voll Spaß, mit der zu spielen, finde ich. Die Armbrust ist voll gut, ist richtig Bullshit, man. Findest also du? Bis jetzt waren alle, außer der Chuck, waren alle Items, die gekommen sind, wack, finde ich. Minigun, ja. Minigun, ja, okay. Ja, lass wieder Richtung Westen, Tilted House. Auf. Ich glaube, yes. Dusty war auch gar keiner, ne? Ne, war gar nichts. Oh, guck mal, da oben ist wieder Patrick gefahren, Alter. Seht ihr das, Leute? Da auf dem Berg? Patrick mal wieder Offroad gefahren, alle direkt Unfall gebaut, 10 Knollen bekommen, Fahrverbot für 2 Monate. Digga, halt dein Maul, Alter. Junge, Patrick, was geht? Wie hast du es gemacht hier mit dem Auto? Krasser Flip aber. Ruhe. Du weißt ganz genau, Patrick, ich kriege alles noch mit. Noch, wenn das Auto endlich mal umgemeldet ist. Hä, es ist schon umgemeldet seit 2 Wochen, Digga. Das Traurige ist, Digga, seitdem ich jetzt umgemeldet bin, werde ich halt gar nicht mehr geblitzt. Ja, was für traurig, Alter. Meine Mutter hat Stress wegen dir gehabt. Ja, ich hab. Aber danke für die Wand gerade. Junge! Oh, outplayed. Hä, wo sind die denn alle, Alter? Guck mal, oben im Center, siehst du die? Yes. Mittleres Fenster davon. Ich muss nochmal ganz kurz hier meine Community an ihre Dummheit appellieren. Leute haben in die Kommentare geschrieben, Revi, was ist denn das für ein geiles Programm, dass du immer ranzoomst, wenn du schießt? Leute, das ist im Editing nachher passiert. Das haben wir extra gemacht, damit man sieht, wie on point mein Aim ist, Alter. Ihr Affen. Ihr dummen Affen. Ich weiß
Scheiße, Mann. Und Leute gehen einfach davon aus und sagen so, du cheatest. Wie kann man das einstellen, Mann? Deshalb triffst du auch immer, ja. Okay, wir könnten aber auch hinlaufen, weil Tilted House ist noch so ein bisschen in der Zone. Die müssen nicht rauslaufen. Ja, stimmt, die laufen da oben bei diesem komischen Ding rum. Ja, moin, wollen wir wirklich da hinlaufen? Guck mal. Ja, wir laufen. Macht doch gar keinen Sinn, Alter. Wir sind Noobs, das macht keinen Sinn. Stimmt. Wir spielen Noobplay, habe ich ganz vergessen. Nächstes Mal machen wir nur graue Waffen-Challenge. Oh, nee. Da hinten ist er. Guck ihn dir an. Ich seh den. Bam, Junge! Down. Let's go. Da hab ich ihn geholt. Das sind noch zwei, mindestens. Ja, ich seh die da unten. Einer down. Da läuft noch einer runter. Das sind noch zwei. Der andere ist links, der andere ist links. Hast du gesehen, ne? Hauptner? Ja, das ist ein... Warte. Links ist der unter uns, links. Ich push mal. Oh, nice. Rechts von dir ist auch einer, rechts von dir. Ich treff nicht. Noobplay. Habt ihr einen hier? Nice. Ich glaube, es sind alle down. Meine ist auch down gegangen. Ja, ja. Okay, perfekt. Sehr gut. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh! Easy, okay, Jungs, jetzt haben wir Tilted Towers auch mal ausgeklärt. Ey, ich schwör, Benny mit 6 Kills heute am Start. Was geht ab, Benny? Ja, läuft. Hier ist so eine Kiste drin im Haus hier. Soll ich noch holen? Da ist drauf. Wir haben echt keine Zeit. Du bekommst so viel Damage jetzt. Ja, ja, stimmt. Das schaffen wir auf jeden Fall. Ohne Patrick, muss man auch sagen. Ja, ist aber auch easy ohne ihn. Bin gerade erst wieder gekommen. Ja, ist kein Problem, hat dich auch keiner. Was hast du gemacht? Nutella gefressen. Du gehst einfach hin und isst Nutella, so einen Löffel. Ja. Ich schwör, Patrick, und dann fragst du dich, warum du so fett geworden bist, Mann. Ich bin fett geworden. Du bist sowas von fett geworden. Du gehst nicht mehr zum Sport, Mann. Ich schwör, du bist Fettritt, Alter. Grüße gehen raus und Freddy. Den Fettritter. Okay, in diese Diskussion will ich mich zwischen euch beiden Fettsäcken nicht einmischen, wisst ihr? Das bleibt Fettsack intern. Ich glaube, ich wiege sogar mehr als ihr alle. Meinst du? Ich wiege 100 Kilo. Ich wiege 55. Nee, wie wiegst du? Keine Antwort, ist auch eine Antwort. Wer war gefragt? Benny, du? Also, wir beide. Achso, beide? Ich hab 70 Kilo. Wie viel? Wie viel hast du, Benny? 70. 70. Oh, das ist Fettsack. Du bist doch nicht fett, Digga. Ich bin 1,86, Mann. Ja, ich bin genauso groß und wiege auch so 72 oder sowas. 86, du bist ein bisschen kleiner. 1,84 oder sowas. 1,84 bin ich. Also, ich würde sagen, Themawechsel. Ich will nicht über Größen reden hier. Ja. Ich hab den größten. Mein ist so eklig, egal, lass uns jetzt. Leute, zurück zu Fortnite, auf geht's! Noob-Runde, wir gewinnen! Woo! Okay, Jungs, wir gehen jetzt hier dieses Ding hoch und dann holen wir die ganzen Kills in Tomato Town, weil da sind sicherlich noch ein paar Noobs, Alter. Hier Nordwesten, 330 ist ein Gegner. Zwei Stück, die ficken hier. AMK. AMK, auf geht's, Noob-Runde. Ja, was macht der denn? Hat eine Minigun? Nein. Eine ist genug. Wollen wir hinlaufen? Ja, let's go. Ja, ich lauf schon hin. Keine Ahnung. Ich warte nicht hinten, Mann. Auf geht's, Hauptmann. Ich bekomme Revi noch einen Kill. Ja, easy. Muss sein. Er läuft hinten weg, rechts. Jungs, was macht ihr denn hier? Ich will auch nochmal. Hallo. Dann. Nice. Du durchsuchst das Haus da unten, Mann. Ja, ich wollte halt wissen, wo die Gegner sind, Mann, wenn ich keinen Call bekomme. Ich hab's gesagt. Ihr zwei Autisten, die hier irgendwie auf einer Ebene irgendwie kommunizieren. Ja, ihr habt auf jeden Fall eigentlich fast so viele Kills wie ich. Ein. Komm, okay. Kopf hoch, du kannst noch 7 Kills machen. Ja, ist so. Wailing Woods ist so eine hässliche Endzone. Yes. Ich mag die sogar sehr. Als ob von hinten keiner mehr kommt, Alter. Kann ich ja fast gar nicht glauben. Ich sehe einen Gegner im Süden. Okay, warte, den hol ich mir. Okay, wo ist der? Hier, Süden, SS. Zwei Stück mindestens. Ja. Lass mal einen Bunker bauen oder so. Ich push. Hab ihn, aber er ist nicht down. Lass hinlaufen. Hauptner, fliegt noch nicht alle weg, lass reden. Ja, Hauptner, bau nur von denen alles ab. Den MG-Typen auf jeden Fall. Jetzt muss ich mich verstecken, sorry, Links. Alles gut, Jungs, ich komm von der Seite jetzt. So, komm, du holst jetzt alle weg. Ja, das passt schon. Mach mal. Schwarzer Ritter. So, ich guck zu, da ist der schwarze Ritter, ich seh ihn. Einer down. Ja, nice. Den anderen hol ich mir auch. Komm. Nein, oh mein Gott, er hat mich gedownt. Da sind noch mehr. Das sind echt noch mehr. Nein! Oh, ich muss nachladen, warte. Unter uns! Ich verdrück mich die ganze Zeit! Ich hab ihn, okay, sehr gut. Boah, ich hab eigentlich gerade so Auge auf euch gemacht, Digga. Junge, ich dachte auch, es geht voll in die Hose, Mann. Ich hatte die Kills gemacht, nicht du. Oh, was? 7-7-2. Auf jeden Fall stabile Runde für mich. Extrem gut. Mhm, ich fühle. Okay, wir können noch 3 Kills machen. Boah, ja, ich überlege gerade. Und Jumppad ist auch im Start. Schau mal, soll ich das Chuck so annehmen? Kann ich eigentlich machen, oder? Ja, nimm's, klar. Gönn ich mir rein. Oh, schön den fetten Trank in den Kopf ballern. Oh, ja. Boah, ich liebe es, wenn der Trank Effekt kickt, Leute, man richtig krank gut ist, halt einfach jeden wegrasiert. Danke, Benny. Nimm dir euch alles. Ja, okay, Hauptner, hör auf damit, Mann! Ich kill doch gar nichts. Ich mach hier nur die Kacke weg, die ihr gebaut habt. Ist selber schon. Hier, 30. Ja, 30. Zwei Stück sind hier, die kannst du holen. Hinter dem Baum. Einer down. Nice. Und hinter dem anderen ist noch einer, den fickt auch noch. Links, egal, links, Revi, da. Alles gut. Ja, ich mach schon. Oh mein Gott, ich treffe mich. Hit euch!
Oh ja, das nehmen wir, den hole ich kurz weg. Er hat Raketenwerfer. Yeah! Woo! Dead, 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 dead! Nice one! Geile Runde, Alter. Okay, wie sieht's mit den Kills aus? Wie sieht's aus so? Was, wie viel hast du? Ich hab 7 Kills. 8. Ach, 3. Aua, mein Herz. Naja, schade drum, Leute. Egal. Die Noob Challenge auf jeden Fall easy wegholen an dieser Stelle, Leute. Das hat mir eine Menge Freude bereitet. Nach Kills? Patrick, wie viele Kills hast du? 0. Ja, stabile Nummer auf jeden Fall an deiner Seite. Kann man nicht anders sagen, Leute. Es hat wieder eine Menge Spaß gemacht. Schreibt mir auf jeden Fall gerne neue Challenges in die Kommentare. Vielleicht, keine Ahnung, mit zusammengeklebten Augenbrauen oder so, wenn ihr wollt. Ich mach alles, was ihr wollt. Ich bin euer kleine Sklavenhuhe. In diesem Sinne, meine Freunde, war es das von diesem wunderschönen Video. Schaut auf jeden Fall bei den beiden Buddies vorbei. Die laden regelmäßig Fortnite-Videos hoch. Und Patrick ist auch dabei gewesen. Ja, in diesem Sinne, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.